1000 für den Imperator. Der YouTube-Kanal. In Kooperation mit Games Island. Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Mein Name ist Gregor, das hier ist Why Is It Cool? Und es geht schon wieder um Xenos, schon wieder um die Tau. Wir haben ja noch ein bisschen was an Material zu den Jungs und Mädels vor uns. Nachdem ich letztens mich ja schon mit der Wasserkaste beschäftigt habe, ist heute die Luftkaste dran. Also praktisch die zweite der fünf verschiedenen Kasten oder Teilelemente des Tau-Reiches oder des Tau-Volkes, kann man tatsächlich so sagen. Die Luftkaste ist, wenig überraschend bei dem Namen, die Kaste, die sich praktisch um alles kümmert, was bei den Tau in irgendeiner Form fliegt. Also sowohl Atmosphärenflieger als auch Raumschiffe, sowohl interplanetar als auch interstellar. Das ist alles der Verantwortungsbereich der Luftkaste. Dabei muss man ein bisschen zurückgehen in die Evolutionsgeschichte der Tau, vor allen Dingen der Luftkaste, weil die sich am stärksten verändert haben. Die Luftkastenmitglieder gelten als die schlanksten und größten unter den Tau. Sie haben ursprünglich in den Bergregionen der Heimatwelt der Tau gelebt und hatten tatsächlich sowas wie Flugmembranen. Also salopp formuliert, man könnte das ein bisschen vergleichen mit dem, was wir so als Flughörnchen kennen, die diese Membranen haben, mit denen sie zumindest den Gleitflug hinbekommen. Das hatten die Mitglieder der Luftkaste der Tau ursprünglich auch. Das hat sich mittlerweile tatsächlich zurückentwickelt. Es gibt nur so ein paar Restelemente, an denen man es erkennen kann, zumindest laut den Beschreibungen, die es seitens des Imperium über die Tau gibt. Aber heutige Mitglieder der Luftkaste können tatsächlich selber nicht mehr fliegen, also auch nicht im Gleitflug. Die sind mittlerweile auf technische Hilfsmittel angewiesen. Aber genau deswegen, weil sie so ein mehr oder weniger natürliches Verhältnis zum Fliegen haben, zu Bewegung im dreidimensionalen Raum, sind sie so gut darin, die Fluggeräte und Raumschiffe der Tau, des gesamten Volkes zu bewegen. Sie haben sich allerdings auch schon extrem daran gewöhnt, eben nicht mehr von Schwerkraft ja so stark behindert zu werden oder eingeschränkt zu werden, denn die meisten Angehörigen der Luftkaste werden tatsächlich nicht mehr auf den Planeten der Tau geboren, sondern werden auf Raumstationen, Raumschiffen etc. geboren, sind also gar nicht mehr so klassisch dieser Gravitation eines Planeten ausgesetzt. Und das macht es für sie tatsächlich schwer, auf Planeten außerhalb ihrer Flieger zurechtzukommen, weil einfach ihre Knochenstruktur mit teilweise hohlen Knochen, weil ihre Muskelstruktur und ähnliches überhaupt nicht mehr darauf ausgelegt sind, der Belastung durch Schwerkraft entgegenzuwirken und das auszuhalten. Wenn man sich Bilder von Feuerkastekriegern und Piloten der Luftkaste anschaut, sieht man da auch wirklich deutliche Unterschiede. Verglichen mit den Angehörigen der Luftkaste sind Feuerkrieger richtiggehend gedrungen und untersetzt und bullig. Und wenn man weiß, wie schlank Tau etc. normalerweise sowieso schon sind, spricht das natürlich Bände. Aber ich will hier gar nicht so sehr über fiktive Biologie eines Alienvolkes reden. Das ist sowieso zum Großteil reine Spekulation. Sondern es soll ja darum gehen, was macht die Tau-Luftkaste aus? Sie sind wirklich das definierende Element der Tau-Luftwaffe. Ohne den Einsatz der Luftkaste finden keinerlei Tau-Gefechte unter Beteiligung der Tau statt. Keine Angriffe. Offensiven werden immer damit begonnen, dass Flieger der Luftkaste in massiertem Umfang eingesetzt werden. Jagdgeschwader versuchen, Luftüberlegenheit zu gewinnen. Bombergeschwader stürzen sich direkt auf wichtige Ziele des Bodens, bevor auch nur ein Tau-Feuerkrieger den Boden eines Planeten betritt, ist dieser Planet schon mehrfach von unzähligen Tau-Fliegern überflogen worden. Bodenziele sind längst angegriffen worden. Im Idealfall sind Bodenziele auch ausgeschaltet. Dabei muss man tatsächlich im Kopf behalten, dass die Luftkaste ein, ja, selbst für Tau-Verhältnisse sehr, sehr hohes Maß an Selbstlosigkeit mitbringt. Tau-Piloten sind immer bereit, ihr eigenes Leben für den Erfolg, für die Zerstörung eines Bodenziels oder für Luftüberlegenheit zu opfern. Aber im Gegensatz zu dem, wie gerade das Imperium tickt, dass die wirklich dieses Konzept der Märtyrer
akzeptieren wollen und befürworten. Bei Tau ist das nicht der Fall. Tau sind nur dann bereit, sich selbst zu opfern, wenn wirklich sicher ist, dass durch dieses Opfer das Missionsziel, das Einsatzziel erreicht wird. Ist abzusehen, dass selbst trotz technologischer Überlegenheit und trotz dieser Opferbereitschaft ein bestimmtes Missionsziel nicht erreicht werden kann, ziehen Tau-Luftverbände sich zurück. Das wird tatsächlich durch das entsprechende Oberkommando akzeptiert. Man geht ganz klar davon aus, diejenigen, die vorne im Einsatz stehen, in Luftkämpfen, die können die Situation einschätzen, die können beurteilen, hat das hier noch einen Sinn oder verschwenden wir Material und Leben? Und wenn ein Geschwaderkommandant im Einsatz den Rückzug befiehlt, wird das tatsächlich vom Oberkommando nicht in Zweifel gezogen. An der Stelle ist tatsächlich auch ganz spannend, dass trotz dieser Rivalitäten, die gerade in der Geschichte der Tau zwischen Feuerkaste und Luftkaste bestanden, mit der Feuerkaste, die deutlich aggressiver aufgestellt ist und der Luftkaste, die diese Selbstlosigkeit immer so ein Stückchen drin hat, dass die beiden trotzdem in so einer Art verbundenen Waffenkonzept unglaublich gut miteinander arbeiten. Tau-Feuerkrieger können völlig problemlos bei der Luftwaffe Unterstützung anfordern. Umgekehrt werden sich Feuerkriegerkader als erstes, wenn sie können, um Luftabwehrstellungen kümmern, um ihren Kameraden in der Luft den Rücken frei zu halten. Und so arbeiten die beiden Kasten, die aktiv an den Kriegen der Tau beteiligt sind, sehr, sehr eng zusammen. Also während man beim Imperium ja immer wieder Streitigkeiten hat zwischen der Navy und dem Astra Militarum, also der Imperial Guard, wo Konkurrenzdenken besteht, wo Ruhmsucht auch ein wichtiger Faktor ist und wo auch einfach bestimmte Einsätze nicht durchgeführt werden aus persönlichen Nickeligkeiten. Das hat man in den Romanen, taucht das immer mal wieder auf. Arbeiten die Tau im Kriegskontext extrem eng zusammen, extrem reibungsarm zusammen. Und neben diesem, sie sind die Ersten, die auftauchen, wenn angegriffen wird, ist die Tau-Luftkaste gleichzeitig auch die Gruppierung innerhalb des Tau-Volkes, die als Letzte verschwinden. Denn sie sind diejenigen, die auch Evakuierungsflüge natürlich durchführen. Sie sind diejenigen, die Deckung bieten, wenn die Bodentruppen sich zurückziehen müssen. Sie sind diejenigen, die Zivilisten ausfliegen, wenn Tau-Planeten angegriffen werden. Und so sind die Piloten der Tau-Luftkaste tatsächlich so ein bisschen was man im heutigen Militär gerade bei Verbänden, die es ein bisschen als Elite selber wahrnehmen, erkennt. Nämlich so die ersten rein, aber die letzten, die auch wieder rausgehen. Die Feuerkaste hat ein ganz eigenes Ehrenethos. Damit beschäftige ich mich tatsächlich separat dann auch nochmal in einem eigenen Video. Aber die Luftkaste, ohne die Luftkaste wäre die Expansion der Tau auf keiner Ebene möglich. Denn ohne diese de facto nicht mehr planetengeeigneten Angehörigen der Tau-Rasse könnte das Reich nicht expandieren. Und damit stellt sich diese Kaste tatsächlich in einem Ausmaß selber, unterstellt sich dem größeren Wohl, den Zielen des Gesamtvolkes, als dass die anderen Völker der anderen Kasten innerhalb des Tau-Volkes tun können. Denn ohne Luftunterstützung, ohne Transportmittel und auch ohne Handelswege, denn selbst zivile Raumschiffe der Tau werden von Tau der Luftkaste geflogen, würde dieses Reich der Tau sich tatsächlich auf einen einzigen Planeten beschränken. Einfach weil die anderen Kasten diese Aufgaben nicht übernehmen könnten. Sie sind dazu nicht in der Lage, es entspricht nicht ihrem Naturell und ihnen fehlt auch das notwendige Verständnis, um Piloten zu sein. Also die Tau haben da eine extrem klare Aufgabentrennung nach Kasten. Das ist bei der Wasserkaste nicht so extrem aufgefallen. Einfach weil Diplomaten etc., da sagt man, okay, das kann man ja tatsächlich lernen. Aber an der Luftkaste sieht man unglaublich deutlich, wie stark sich die verschiedenen Kasten evolutionär auf ihre jeweiligen Aufgabengebiete mittlerweile konzentriert haben. Und da stellt sich immer mehr die Frage, inwieweit ist das ein natürlicher Prozess, gerade in so einem evolutionär sehr kurzen Zeitraum, verglichen mit
anderen Völkern wie den Menschen, wo die Evolution ja deutlich länger dauert. Die Orks haben ein ganz eigenes Konzept von Evolution und bei den Tyranniden von Evolution zu sprechen, passt auch nur eingeschränkt, weil es da ja tatsächlich aktiv gesteuert wird. Und bei den Tau stellt sich gerade mit Blick auf die Luftkaste immer stärker die Frage, wo kommt das her? Wer hat da sozusagen, also in welchem Ausmaß läuft da tatsächlich eine aktive genetische Manipulation ab? Dann guckt man sich die Crew an, die ja auch ihr eigenes Erbgut manipulieren, je nachdem, was oder wen sie gefressen haben. Man stellt fest, bei den Crew ist das ein eher unbewusster Prozess. Denen ist zwar klar, dass sie das, dass das einen Effekt hat, dass das ihr Volk verändert. Die Tau nehmen das aber tatsächlich nicht in dem Ausmaß wahr. Die nehmen das einfach als gegeben hin und hinterfragen gar nicht, warum und wie das passieren konnte. Deswegen finde ich die Luftkaste, auch wenn man sie auf dem Spielfeld jetzt als einzelne Charakterminiatur nie sehen wird, eigentlich ganz interessant. Und ich bin sehr gespannt, wie das bei der Erdkaste aussieht. Ich glaube, die Feuerkaste wird dann tatsächlich das Offensichtlichste an der ganzen Nummer. Aber das ist dann wieder Material für ein komplett anderes Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, ihr findet die Sachen interessant. Gerade mit den Tau wird sich ja ansonsten relativ selten beschäftigt. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.